Bei Ihnen geht nichts. He's the greatest. Helmut Berger! Schön, schön, dass Sie da sind. Helmut Berger! Guten Abend. Lieber Herr Berger, darf ich Ihnen ein Bier kredenzen? Ah ja, gern, danke. Freut uns wahnsinnig, dass Sie gekommen sind, wirklich. Na, ich freue mich auch. Willkommen in Italien. Wie heißt die Sendung? Ja. Okay. Wären Sie lieber jetzt in Rom als hier? Oscar oder was? Wären Sie lieber in Rom als in Wien? Nein, die Periode von Italien habe ich schon abgeschnitten. Sie leben heute in Salzburg? Ja. Ist es die schönste Pensionistenstadt. Ja, eben. Aber ist das nicht, wenn man mit Mick Jagger im Bett war und ist Salzburg dann nicht irgendwie boring? Aber war in Salzburg nicht jeder mit Mick Jagger im Bett? Irgendwann. Wer wäre nicht? Es kommt nur darauf an, wer wäre der schnellere war. Also. Ja. Aber das heißt, Sie leben in Salzburg irgendwie angenehm dahin? Gehen Sie selbst einkaufen? Was heißt das? Einkaufen? Einkaufen, was heißt das? Milch? Milch? Brot? Ich trinke keine Milch. Gehen Sie Bier einkaufen? Lass ich mal einfliegen. von München. Aber sieht man Sie manchmal in der Stadt auch? In, weiß nicht, sind Sie so wie Ben, Kino? Ben Becker zum Beispiel zieht sich Lederhosen an in Salzburg. Das würden Sie natürlich nie machen. Nein, nicht. Weil Sie ein Mann sind, der Stil hat. Über. Ja. Aber Sie haben die schönsten Beine der Welt gehabt. Soweit ich weiß, haben Sie mal damals legendärerweise ja Lili Marleen nachgemacht, die Marlene Dietrich-Szene. Und danach wurde geschrieben, die schönsten Frauenbeine der Filmgeschichte. Sie haben wahnsinnig schöne Beine, heißt es. Mein Gott. Okay, that's Cinema-Geschichte. Aber ich war auch ein guter Freund von der Marlene. Ja. Und komischerweise, als mein erster Film, der große, Die Verdammten, muss ich eben diese Szene spielen. Und die Premiere war dann in New York. Und da hat eben die Marlene Dietrich mir ein Bild geschickt von ihr ins Hotel und ein Foto von mir von New York Times, die Kritik. Und dann hat sie draufgeschrieben, who is prettier? Love, Marlene. Dann habe ich zurückgeschrieben, schau bitte meine Beine an. Da waren die Haare noch und die Haare hier. Ja. Rasieren Sie sich eigentlich, die Beine? No comment. Okay. Aber das mit Mick Jagger, das war ja keine Geschichte, sondern das stimmt ja wirklich. Sie waren gut bekannt mit Mick Jagger, oder sind Sie es vielleicht immer noch? Ja, selbstverständlich. Sie telefonieren? Na, komischerweise, ich kam mir vor wie ein Zuhälter. Ich habe immer die Bianca vorgestellt, dann habe ich Peter Sellers die Britt Eklund vorgestellt, und Rod Stewart habe ich die Alana Hamilton vorgestellt. Alle. Wenn ich von diesem Frauen... Sie waren jetzt in Salzburg mit Gabi Burgstaller? Von meinen Freunden... Was? Ich kann nicht jemanden vorstellen, das ist kein Problem. Ich habe der Marisa Mell jemanden vorgestellt, diese Österreicherin, Grazerin, ja, die bildhübsch war. Ja. Und dann habe ich... Mein Gott. Ich kann mir vor, wer zuhält. Ja. Ich hatte die Nase voll von meinen Freundinnen gehabt. Stichwort Nase voll. Sie waren ja auf wahnsinnig vielen Partys. Und das waren ja legendäre Partys, die Helmut Berger gefeiert hat. Stimmt eigentlich die Geschichte? Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Ich finde Sie hervorragend. Stimmt es, dass Sie in Hollywood einmal eine Party geschmissen haben und überfordert waren? So viele Leute sind gekommen und Sie hatten nicht genug zu essen und Sie haben dann die Servietten paniert und als Schnitzel verkauft, mehr oder weniger. Stimmt das? Nein, das war in Kitzbühel. Oh, in Kitzbühel war das. Aber das machen die heute noch dort. Ja, aber sind die...
Na, aber wie hat's geschmeckt? Hat's geschmeckt? Nein, auf alle Fälle, da war der Toni Seiler, der Schranz oder da war ich noch verlobt mit der Marisa Berenson. Ja. Das Topmodel. Und sozusagen. Und der Mali Hunger gehabt, es war 3 in der Früh. Und ich habe ein Chalet gemietet gehabt, dann habe ich einen Koch gehabt, den habe ich aufgeweckt, sage, du musst Schnitzel machen, dann gibt es nichts zu essen hier. Ich sage, pass auf, wir haben kein Kalbfleisch. Sage, pass auf, nimm die weißen Servietten und panierst sie. Und habe sie in Nachtclub gebracht und die haben es alle gegessen. Das war herrlich. Es war weich und ja, geschmackvoll. Ja. Apropos weiß, stimmt auch die Geschichte, dass Sie in, ich glaube, Monte Carlo waren. Und Sie waren ja ein großer Tänzer. Jeder wusste, Helmut Berger kann wahnsinnig gut tanzen. Und Sie hatten einen weißen Anzug an und hatten aber schlechtes Koks genommen und haben in die Hose geschissen. Was jedem von uns passieren kann. Kann schon mal passieren. Das kann auch uns passieren, jedem. Aber das Problem, Moment. Das Problem war, großes Gala-Diner, der Fürst und die Fürstin, alle waren dort und alle sagen, komm doch tanzen. Und er blieb sitzen und sagte, heute nicht. Nein, aber hat er sich nicht dann den Pullover sozusagen um die Hüfte? Nein, dann muss ich warten bis um 6 Uhr in der Früh. Ach. Bis der Nachtclub leer war. Nein, aber es war eine sehr normale Ausrede. Ich hatte die Caroline von Monaco neben mir. Oh. Ja, aber danach, hat das nicht gerochen auch? Ja, und da war unter Club und da war ein See. So ein falscher See. Sag ich, na, du, das musst du wegmachen lassen. Das stinkt hier. Das stinkt hier. Oh Mann. Aber also ich fand es für mich. Na gut. Für mich war Caroline von Monaco immer die schönste. Es war nicht das schlechte Trinken und so weiter, es war das schlechte Kokain. Ja, ja, klar. Ja. Du kriegst sofort einen Bumm. Aber sind die Drogenzeiten vorbei? Ja, schon längst. Komplett, oder was? Das heißt, es reduziert sich alles auf... I'm clean, yes. Ein Bierchen, dann und wann, aber sonst wird nichts mehr angegriffen. I'm clean. Sie hatten einen goldenen Strohhalm sogar, haben Sie sich bauen lassen, richtig? Von Bulgari, ja. Bulgari? Nein, ich habe hier getragen an der Kette, weil es war die Mode auch. Ja. Da war die Rasierklinge aus Gold. Goldene Stroh-Ding und so ein kleines Fläschchen aus Gold und mit dem, das war ganz normal. Das war Mode, in welcher Stadt war das denn Mode? Roma. Moment, wir sind im ORF, an dieser Stelle müssen wir sagen, dass es gibt auch noch andere Drogen, nicht nur Kokain, es gibt auch Heroin, LSD, Haschisch. Ja. Drogensucht ist eine Krankheit, helfen kann der Dealer. Wir haben einen Ausschnitt da, Ludwig II. Ja. Ja gut, das ist... Mit Romy Schneider, eine Legende. Der unvergleichlich schöne Helmut Berger, schauen Sie sich das an. Fantastisch. Wenn Sie, lieber Herr Berger, wenn Sie diese Aufnahmen sehen, berührt Sie das? Ist dann so ein Gefühl von Sentimentalität? Ja, das waren die tollen Zeiten. Von Gingy da und den großen Regisseuren wie Fellini, Pasolini, Bolognini. Es war ein schönes Kino. Mhm. Nicht so Rambo-Dreck und Schwarzenegger. Da musste man spielen. Ja. Und nicht. Ja. Ja, gibt es. Gibt es irgendeinen Schauspieler, den Sie schätzen, der jetzt gerade... Brandauer mag ich sehr gerne. Brandauer? Ja, sehr gerne, ja. Ja. Mhm. Ausschließlich? Der hat auch eine Rolle gestohlen, aber trotzdem... Er, Ihnen? Ja. Welche? Adieu Afrika. Mit der Mary, Out of Africa? Mit der Meryl Streep. Da wären Sie ja viel besser geeignet gewesen. Ja, aber es ging nicht. Es war nämlich organisiert gewesen von Hollywood, dass Meryl Streep und De Niro spielt mit zusammen. Und dann, De Niro wollte es nicht machen. Und dann haben sie Robert Redford genommen, richtig? Und der war blond. Und die Produktion hat gesagt, na, zwei Blonde brauchen wir nicht. Hm. Aber Brandauer ist auch blond. Okay, und der Brandauer, zum Glück, der hat fast keine Haare mehr gehabt und so. Also wusste man gar nicht, ob er blond ist oder rot. Spielte keine Rolle. War das eigentlich nervig, als Sie... Und da war ich noch so dünn und der andere war schon so jetzt, wie ich bin. Ja, finden Sie sich selbst dick?
Na, furchtbar. Nein. Können wir ja Sport machen? Ja, das mache ich ja. Na, entschuldige, bis ich einen Ständer kriege und bis ich wichse, das dauert eh 2 Stunden. Ja, aber vielleicht kann man... Na, aber... War das eigentlich schwierig, irgendwann nervig, weil sie ja so schön waren und jeder sieht das ja, wenn man Bilder von ihnen sieht. War das dann irgendwann auch nervig, dass alle immer einen so schön finden? Ich habe dann irgendwann mal gehört, sie haben irgendwann mal gesagt, sie haben einen eigenen Sex. Also sie sind weder, sie sind nicht bisexuell, sondern das, was sie betrifft, es ist eine eigene Art und Form von Sexualität. War das für sie irgendwann mal nervig, so schön zu sein? Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber Sie haben immer alles Geld, was Sie verdient haben, auch sofort ausgegeben. Was Sie sehr sympathisch macht, was ich auch von gewissen Kollegen kenne. Ja, warum nicht? Na, ich finde das Geld, das, wenn man aber jung sind Sie, ist... Sind Sie arm jetzt? Oder? Na gut, ich habe eine Pension bekommen von Italien von 450 Euro. Also, mir ist es so scheißegal. Das ist eine Strohhalmfülle, ja, das war früher die... Also, mir ist es so scheißegal, verstehst du, ich habe meine Wohnung und mein Leben lang habe ich nur Kaviar und Lachs gefressen, jetzt kann ich ruhig eine Kartoffelsuppe essen. Sie sagen Kaviar, das ist schön, Kaviar. Wir Normalen sagen Kaviar. Ach so. Ja. Also deswegen kriegen wir auch nie welche. Ja. Ich kenne das nicht, was gemeint ist. Was meint der Kaviar, was soll das sein? Und habe ich das richtig verstanden, sind Sie impotent jetzt? Oder geht's? Weil Sie vorher gesagt haben, dass es mit dem Onanieren nicht mehr so klappt. Nein, es klappt immer. Aber ich muss immer nachdenken an Szenen vor 10 Jahren und so weiter. An was denken Sie da? Das ist nur aus reinem Interesse. Woran denkt Helmut Berger beim Onanieren, finde ich eine wirklich interessante Frage. Ja, ja, da denke ich an André Heller oder... An André Heller? Oh Mann, ey. Kann man rauchen hier? Sehr gerne. Das wird André Heller freuen. Nein. Ich glaube es umgekehrt übrigens auch. Na, denken Sie an Männer beim Onanieren? Oder switcht das? Dreier. Dreier? Ja. Ja, was? 3 Männer? Oder, also Mann, Frau und was? Eine Frau und 2 Männer. Ah. Wenn der eine. War das bei Mick Jagger und Bianca, Sie zu dritt oder einzeln eigentlich damals? Am Anfang zu dritt, aber nachher. Waren Sie mit David Bowie auch im Bett? Nee. Nie. Der war mal so dünn. Wirklich? Mhm. Ja. Aber mit seiner Frau war ich im Bett. Also. Ist dasselbe. War das dann für Sie eigentlich noch geil oder auch irgendwann langweilig, weil Sie mit jedem und jeder ins Bett konnten? Irgendwann ist das ja auch öd, weil das Bett dann noch irgendwann voll ist. Und nein, spielt doch keine Rolle. Ich habe sonst immer King-Size-Betten gehabt und so weiter. Mhm. Und ich finde es viel besser, ab und zu auch in der Küche zu bumsen oder am Boden zu bumsen oder irgendwo im Wald. Schauen wir uns ganz kurz an, was ein Freund von uns, ein Kollege, der liebe Hermes, hat einen Papageienball besucht. Sagt Ihnen das was? Besorgt. Er hat sich's besorgt bei einem Papageienball. Ja, Papagei sagt mir schon was. Was? Was? Papagei sagt schon was. Ja. Sie nennen Ihren Schwanz Papagei? Ja. Ja? Ja, warum nicht? Sie haben auch gesagt, mit dem Alter werden die Ohren länger, die Haare wachsen aus der Nase, nur der gute Freund wird nicht größer. Ist das so? Ja. Ja. Gut, dann schauen wir uns ganz kurz an, was Hermes beim Papageienball erlebt hat.